Österreichs Nationalteam gewinnt das freundschaftliche Länderspiel gegen Schweden in der Generali-Arena mit 2:0, 1:0. Damit gelingt dem FB-Team die Generalprobe für das erste Nations League-Spiel am Dienstag in Bosnien. Die Mannschaft von Teamchef Franco Foda profitiert nach 11 Minuten von einem Patzer der schwedischen Verteidigung. Nach einer Flanke von Neo-Kapitän David Alaba faustet der schwedische Goalie Christopher Nordfeldt Innenverteidiger Filip Helander an und von diesem springt der Ball ins Tor. In weiterer Folge tut sich das ÖFB-Team gegen die tiefstehenden Schweden schwer, Chancen zu kreieren. Die Skandinavier ihrerseits finden keine Kontermöglichkeiten vor. Und so geht es mit einer knappen Führung für die Österreicher in die Kabine, in welcher Sebastian Prödel nach einer durchwachsenen Vorstellung bleiben muss. Alexander Dragovic ersetzt ihn. ÖFB-Team vs. Schweden, Alaba erhöht auf 2:0. In der zweiten Halbzeit zeigen die Österreicher nach einem gefährlichen Warnschuss der Schweden durch Markus Roden mehr Zug zum Tor. Erst verzieht noch Alessandro Schöpf nach einer schönen Kombination knapp, der stark spielende Alaba macht es in der 64. Minute besser. Der 26-Jährige schlänzt den Ball nach Ableger von Marko Arnautovic sehenswert zum 2:0 ins lange Eck. Danach haben sowohl Alaba als auch Arnautovic Feierabend. Andreas Ulmer und Marcel Sabitzer kommen für sie aufs Feld. Überhaupt nutzt Foda das ganze Wechselkontingent aus und tauscht insgesamt 6-mal, weshalb der Spielfluss des ÖFB-Teams wieder etwas verloren geht. Defensiv lässt Österreich aber nichts mehr anbrennen und so endet das Spiel mit einem verdienten Sieg der Hausherren über den WM-Viertelfinalisten. Punkt. Die Spieltermine des ÖFB-Teams in der UEFA Nations League. Datum heimauswärts 11. September 2018 20:45 Uhr Bosnien-Herzegowina Österreich 12. Oktober 2018 20:45 Uhr Österreich-Nordirland 15. November 2018 20:45 Uhr Österreich-Bosnien-Herzegowina 18. November 2018 18:00 Uhr Nordirland-Österreich Werbung.